Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf eurem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute so ziemlich die gleichen Skins tatsächlich wie gestern, auch nur in den täglichen Gegenständen hat sich noch mal etwas geändert. Das war ja irgendwie gestern relativ komisch, weil sich ja um 2 Uhr ganz normal der Shop aktualisiert hat. Dazu hatte ich auch ein Shop-Video gemacht und dann kam irgendwie noch mal so um 10 Uhr oder halb 10 neuer Shop tatsächlich rein, wo dann eben halt auf einmal der Ricken Expert tatsächlich drin war. Also es war irgendwie ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die den erst heute vielleicht reinbringen wollten, aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier bei den vorgestellten Gegenständen und natürlich bei den Sonderangeboten genau die gleichen Items, nur bei den täglichen Items sind jetzt eben halt andere. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem einmal alles von links nach rechts natürlich an. Dort haben wir einmal den Finsterbomber-Skin, dann die Donnerrotz-Spitzhacke. Die ist auch reaktiv und zwar ist es, glaube ich, wenn man mehrere Kills macht, dass das Horn anleuchtet und es hier mehr Rauch aus dem Mund rauskommt. Und dazu gibt es dann noch den Glyph der Dunkelheit-Gleiter. Dann haben wir als nächstes den großer Schoko-Skin, dazu die Doppelzapfer-Spitzhacken. Und dann die Schlürflackierung. Wie gesagt, hatten wir alles gestern eben halt auch schon mal. Und dann haben wir als nächstes, wie gesagt, immer noch den Recon Expert Skin drin. Ist an sich nichts Besonderes. Ist ein klassischer No-Skin aus Chapter 1. Nur eben halt mit einem anderen Oberteil und eben halt dem Hut. Und wenn man den Hut abzieht, dann ist es eben halt wirklich nur ein No-Skin mit einem anderen Oberteil. Deshalb irgendwie wirklich alles andere als etwas Besonderes. Würde ich mir dementsprechend nicht kaufen, weil das einzige Besondere daran war, dass er eben halt seit 900 Tagen oder so nicht im Shop war. Ja, aber ist an sich tatsächlich einfach nichts Besonderes jetzt mehr. Und dafür ein blauer Skin finde ich es viel zu teuer. Als nächstes haben wir dann noch den Cloaked Shadow Skin, dann den Binde Katze Mode, beziehungsweise die Binde Katze Musik. Dann haben wir als nächstes den Twisty Mode. Dann noch den Verge Skin. Den Tanzspagati Mode. Und als letztes dann noch die Klappe, die 14. Natürlich haben wir dann auch noch in den Sonderangeboten den Shadow Belt Skin. Wird wahrscheinlich, denke ich, auch bis zum Ende der Season drin bleiben. Wir haben ja auch so lange hier noch die Challenges oder wird zumindest am Ende der 7 Tage nochmal reinkommen. Ich denke nicht, dass er jetzt heute irgendwie schon rausgeht. Also ihr habt wahrscheinlich noch genug Zeit, um euch den zu kaufen. Dort haben wir auf jeden Fall insgesamt 5 verschiedene Ziele. Einmal den Standard, den Ziel ohne Schutzbrille und den Ziel ohne Maske. Dann noch den Shadow und den Ghost Ziel. Ist auf jeden Fall ein ganz nice Skin. Und das war's dann soweit auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.